Hallo meine Lieben, ja, willkommen zum Video. Ich habe für euch heute ein Mega-Craft-Update. Ich habe gestern und heute ein bisschen gebastelt und ihr seht die losen Papiere, was ich ja hier noch habe. Daraus habe ich ein paar Mini-Alben gebastelt und auch ein paar andere Sachen. Zum einen, und das habe ich eben gerade gemacht, da habe ich einfach die Stanze hier genommen und Cardstock und Motivpapier und auch Designpapier habe ich sowas gemacht. Sind keine ATC-Coins, sie sind etwas kleiner, sind ganz normale Preise und da habe ich das Rest drauf geklebt. Und ich kann da, wenn ihr dazu ein Tutorial wollt, kann ich gerne eins dazu drehen, das ist gar kein Problem. Dann habe ich von meiner, hier sind meine ganzen Stickers drin, was ich so habe. Dann habe ich dieses gemacht. Und, genau, das waren die drei. Und dann habe ich noch so eine 3D-Blume gemacht. Genau. Dann habe ich ATC Coins gemacht. Die sind ja etwas größer als die Stanze. Und zeige ich euch. Diese. 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 Ist jetzt gerade runtergefallen, hebe ich gleich nach dem Video auf. Oder gleich, sobald ich die neuen anderen Sachen hole. Dann diese. Die nummeriere ich erst, wenn ich die verschicke oder so, also wenn ich die losschicke. Momentan sind die sind sozusagen noch frei. Genau. Die. Und dieses. Das waren ATC-Coins. Dann machen wir mal weiter. Ich habe insgesamt 6 Mini-Alben gebastelt. Genau, ich habe insgesamt 6 Mini-Alben gebastelt und die zeige ich euch jetzt alle nach und nach. Das zeige ich euch gleich. Einmal dieses. Und das ist das Papier, was vom Wanderpaket zurückkam. Und daraus habe ich dann jetzt, ich habe so viel loses Papier, wie ihr das gesehen habt. Genau. Diese. Es kann sein, dass bei einigen Seiten fehlen. Da ist mir gleich der Missgeschick passiert am Anfang, aber die anderen Blätter sind richtig rum. Diese Variante. Glaube ich, hier fehlt eine Seite, da muss ich gleich nochmal korrigieren.
dieser Variante. Ich glaube, da fehlten Seiten zum Ankleben. Oder war es bei den anderen? Ne, das war gerade bei denen hier. Genau, die drei, das werde ich nochmal nachholen. Das lege ich mir auch direkt mal so hin, dass ich weiß, dass ich das nochmal nachholen will. Ich glaube, bei denen auch. Diese. Genau, da war diese Seite, das muss ich auch gleich nochmal ausschlagen lassen. Entschuldigung fürs Wackeln. Das korrigiere ich gleich. Und dann habe ich noch dieses. Oh, falsch rum. Ja. Das waren die Mini 1. Dann zeige ich euch. Dann habe ich so ein Frühlingsdeko gemacht. Dazu habe ich auch ein Tutorial hochgeladen. Dann habe ich diese Karte gewerkelt. Und dann habe ich Lesezeichen gemacht. In verschiedene Formen. Ich habe meine Kreisstanze wieder gefunden. Dieses. Diese. In Viereckform. Das. Und dann habe ich noch zu guter Letzt zwei Goodiebags gebastelt. Diese oben mit Washi-Tape und Frozen. Und dieses. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bye.